Jan geht gerade von der Schule nach Hause, als er plötzlich mit eigenen Augen einen Unfall miterleben muss. Ein PKW will eine vielbefahrene Straße überqueren, übersieht den herannahenden LKW und es kommt zu einer heftigen Kollision. Oh shit! Jetzt soll er über den Unfall einen Bericht schreiben. Aber er hat doch gar keinen Plan, wie das überhaupt geht. Wir helfen ihm. So, fangen wir erstmal langsam an. Was ist so ein Bericht denn eigentlich? Der Bericht soll über bestimmte Neuigkeiten berichten. Überraschung! Aber anders als die Nachricht teilt der Bericht nicht nur bloß die Fakten mit. Er berichtet nämlich auch über viele Hintergründe oder Zusammenhänge. Der Bericht ist also eine ausführlichere Version der Nachrichten. Genauso wie die Nachrichten ist auch der Bericht objektiv, neutral und ohne eigene Meinung des Verfassers. Es geht nur darum, den Leser über die Geschehnisse zu informieren und ihm die wichtigsten Fakten zu liefern. Deshalb gehört er zu den informierenden und nicht zu den meinungsbildenden Textsorten. Und auch die Sprache sollte darauf angepasst sein. Sie sollte nüchtern, sachlich, klar und auf das Wichtigste beschränkt sein. Obwohl ein Bericht ja auch an den wichtigsten Fakten orientiert ist, ist er nicht so kurz und knapp wie eine Nachricht. In einem Bericht gibt es zum Beispiel oftmals zusätzliche Elemente wie konkrete Einzelheiten, Hintergründe und erste Einordnungen. Die machen den Text natürlich länger, aber auf der anderen Seite auch noch informativer. Die Zeitform von so einem Bericht ist übrigens in der Regel die Vergangenheit, also das Präteritum. Und ganz wichtig, der Bericht beantwortet die sogenannten W-Fragen. Was sind denn jetzt die W-Fragen? Keine Angst, das ist ganz easy. Die W-Fragen sind einfach wer, wo, was, wann, wie, warum, welche und woher. Und die werden so genannt, weil die halt alle mit einem W anfangen, logisch. Und jede dieser Fragen muss Jan in seinem Bericht auf jeden Fall beantworten. Und ihr natürlich auch, wenn ihr mal einen Bericht schreiben müsst. Perfekto! Was haben wir bisher jetzt gelernt? Ein Bericht informiert den Leser über wichtige Fakten in möglichst objektiver Weise. Er ergänzt diese Informationen aber noch durch Hintergründe und Zusammenhänge, die ihr bei einer Nachricht nicht sehen werdet. Damit lässt er die Fakten verständlicher werden. Okay, versuchen wir jetzt mal mit Jan zusammen die W-Fragen zu dem Unfall zu beantworten. Betroffen war eine 75-jährige Pkw-Fahrerin, Susanne S. Und stattgefunden hat es an der Straße des Alten Marktes in Zimpelhausen. Und was ist genau passiert? Sie kollidierte mit einem von rechts kommenden Lastwagen und es kam zu einem schweren Unfall. Und das Ganze passierte am Dienstagabend um 19.50 Uhr. Geil, die ersten vier Fragen haben wir fertig. Aber wie genau ist es denn passiert? Die Frau wollte eine vielbefahrene Kreuzung überqueren und übersah dabei den von rechts kommenden Lastwagen. Der Grund für den Unfall lag wahrscheinlich darin, dass die Kreuzung echt schlecht einzusehen ist und es an dem Abend auch ziemlich neblig war. Jetzt müssen wir uns noch angucken, welche Folgen das alles so mit sich gebracht hat. Die Frau wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Auto geschleudert. Der LKW-Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt. Beide mussten schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Strecke musste bis gestern Morgen gesperrt werden. Und woher hat Jan diese Informationen? Zum einen durch sich selbst, aber er hat auch ein paar andere Zeugen, Anwohner und die Polizei befragt. Ja geil! Haben wir alle 8 W-Fragen beantwortet. Aber wie bauen wir die jetzt richtig in einen Bericht ein? Wie ist so ein Bericht aufgebaut? Keine Angst, wir helfen! Ein Bericht ist nicht chronologisch aufgebaut, sondern hierarchisch. Das heißt, das Wichtigste kommt zuerst. Der Leser soll sofort wissen, was Sache ist. Deshalb gibt die Einleitung schon die wichtigsten Infos. Hier werden schon die ersten 4 W-Fragen beantwortet. Wer, wo, was und wann. Okay, dann können wir Jans Einleitung ja schon mal schreiben. Das waren ja Jans Antworten auf die 4 W-Fragen. Und daraus müssen wir jetzt eine Einleitung bilden. Drück mal auf Stopp und mach es selbst. Fertig? Nice, so könnte das jetzt aussehen. Alle 4 W-Fragen wurden beantwortet. Mega! Machen wir sofort mit dem Hauptteil weiter. Beim Hauptteil des Berichts wird man dann ein bisschen genauer. Hier beschreibt man, wie das alles so vor sich gegangen ist. Außerdem guckt man nach möglichen Gründen dafür. Die ersten 4 W-Fragen werden hier zur Erinnerung aber auch oft nochmal aufgegriffen. Sodala, das Wissen wenden wir auch mal sofort an. Auch hier haben wir die nötigen W-Fragen ja schon beantwortet. Und du bist wahrscheinlich hypermotiviert, um das jetzt zu verschriftlichen, oder? Drück auf Stopp und let's go! Fertig? Dann kommt jetzt eine mögliche Lösung für das Ganze. Jetzt wissen wir genau, wie und warum es passiert ist. Geil! Nice, wie ihr mitmacht! Jetzt der Endspurt, der Schluss! Beim Schluss guckst du dir dann nochmal an, welche Folgen das Ganze so mit sich gebracht hat. Und vielleicht überlegst du auch, wie man das lösen kann. Also, jetzt muss Jan noch ein letztes Mal ran. Und ihr auch!
Welche Folgen entstanden sind, haben wir ja auch schon beantwortet. Aber überleg dir vielleicht mal, wie das Problem so gelöst werden konnte. Drück auf Stopp und schreibe deinen Schluss. Geschafft? Dann hier mal eine mögliche Lösung. Welche Folgen hatte es und wie konnte man die Probleme lösen? Ja, mega! Der ganze Bericht sieht dann so aus. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass wir die letzte Wie-Frage noch nicht angesprochen haben. Das liegt daran, dass die Quellen oft unter dem Text oder auch irgendwo mittendrin angegeben werden. So wie hier. Nice! Dann hat nicht nur Jan jetzt verstanden, wie man einen Bericht schreibt, sondern auch ihr. Und damit wir das alles nicht sofort wieder vergessen, fassen wir das Wichtigste nochmal zusammen. Ein Bericht informiert den Leser über den Sachverhalt von wichtigen Neuigkeiten. Dabei stützt er sich auf Fakten, ist immer objektiv und neutral und es wird keine eigene Meinung benutzt. Im Gegensatz zu einer Nachricht ist der Bericht um zusätzliche Elemente wie Hintergründe und Zusammenhänge ergänzt. Damit lässt er die Fakten verständlicher werden. Auch die Sprache ist nüchtern, sachlich, klar und auf das Wichtigste beschränkt. Ein Bericht muss außerdem immer Antwort auf alle W-Fragen geben. Die ersten vier werden schon in der Einleitung beantwortet. Im Hauptteil befasst man sich dann nochmal genauer mit dem Geschehen und sucht nach möglichen Gründen. Im Schluss werden dann noch die Folgen aufgezeigt und mögliche Lösungswege angegeben. Die Quelle wird unter dem Text oder auch irgendwo mittendrin angegeben. Hi, hier ist Nico von Simple Club. Hast du auch keinen Bock mehr drauf, dich durch tausende Videos durchzuklicken, bis du genau das gefunden hast, was du jetzt gerade brauchst? Dann check unbedingt die Simple Club App ab. Alle Inhalte für deine Klassenstufe perfekt sortiert. Wir haben viel mehr Inhalte als auf YouTube und die gehen auch noch viel tiefer ins Detail. Wenn du Bock drauf hast, dann klick jetzt hier und hol dir die App.